Wir wollen heute ein Farbstoffgemisch trennen. Mithilfe eines Bleistifts wird in einer Höhe von 1 cm vom unteren Rand entfernt vorsichtig eine dünne Bleistiftlinie gezeichnet. Im Abstand von 1 cm werden die Filzstiftfarben aufgetragen. In unserem Fall benutzen wir ein Becherglas, in dem wir normales Wasser füllen. Das Becherglas ist unsere sogenannte Chromatographiekammer. Die Füllhöhe von dem Laufmittel sollte nicht mehr als 0,5 cm betragen. Anschließend gibt man das Chromatographiepapier bzw. die Dünnschichtchromatographiefolien in das Becherglas. Da wir hierbei kein Lösungsmittel verwenden, müssen wir das Gefäß nicht verschließen. Das Wasser als Fließmittel steigt langsam auf und reißt die verschiedenen Farbstoffe unterschiedlich weit mit. Je weniger ein Stoff von dem Chromatographiepapier zurückgehalten wird, je weiter wird er vom Fließmittel mitgenommen. Wenn das Fließmittel ca. 2/3 der Plattenhöhe erreicht hat, wird die Chromatographie durch Herausnahme aus dem Glasbehälter und dem anschließenden Trocknen beendet. Mithilfe eines Bleistifts wird wiederum die Höhe der sogenannten Fließmittelfront markiert, um anschließend eine Auswertung vornehmen zu können. Die Auswertung erfolgt mithilfe des sogenannten RF-Wertes. Hierbei wird der Abstand der Startpunkte bis zum Fleckmittelpunkt geteilt durch den Abstand der Startpunkte bis zur Fließmittelfront.